Ja, hallo, meine Mehrfach-Nachtischbesteller und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo, Leute. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Endlich sind sie erhältlich. Ja, endlich gibt es sie im Handel, allerdings nur bei Lidl, denn Mr. Schock ist ja eine Marke, die es nur bei Lidl zu kaufen gibt. Und zwar spreche ich von den Toffee and Nuts in der Black and White Edition. Ja, Leute, ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese Toffee and Nuts. Das ist ja so eine, ja, das ist, ihr kennt ja wahrscheinlich alle Toffifee, ja. Und Toffee und Nuts, das ist einfach, ja, fast genau das gleiche, nur ein anderes Design. Es ist etwas nachgemacht. Und jetzt gibt es diese Toffee and Nuts auch in Black and White. Die Toffifees Original erwarten uns jetzt im September. Oktober, September, auch in einer Double Choc Version. Ja, es gibt die Toffifees auch bald in einer Double Choc Version. Anstatt einer Nuss-Nougat-Creme haben wir dann eine doppelte Schokocreme. Da freue ich mich auch total drauf. Ich fand das jetzt auch mal interessant. Ja, Toffee and Nuts und dann auch noch Black and White. Es sieht richtig geil aus. Und ich zeige sie euch auch mal in der Großaufnahme. So, und hier seht ihr sie einmal in der Großaufnahme. Ja, sie sehen echt haargenau so aus wie auf dem Foto. Ich habe mir hier schon ein paar aus der Verpackung rausgenommen, um ein paar Fotos zu machen. Aber wir werden sie jetzt hier gemeinsam mal vor der Kamera probieren. Und ich finde, die sehen echt schon mal besser aus als das Original. Ja, so schwarz und weiß. Das passt natürlich im Kontrast perfekt. Und ja, wenn der Geschmack jetzt noch passt, dann haben wir doch alles erreicht. So, Leute, ihr habt sie jetzt einmal gesehen in der Großaufnahme. Ja, ich bin da immer so ein bisschen ja, zweigeteilt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir wünschen würde, dass sie gut schmecken oder nicht. Wenn sie nicht gut schmecken, dann sage ich immer gut, okay, es ist eine Limited Edition, braucht man sich nicht wiederholen. Wenn sie jetzt aber der Knaller sind, Leute, ist es natürlich wieder mal schrecklich, weil es eine Limited Edition ist und weil es sie nicht dauerhaft zu kaufen geben wird. Das heißt, ich muss wieder alle Lidl-Märkte aufkaufen und das kann ich natürlich auch nicht machen. Einige Leute wollen sie ja natürlich auch probieren. Wir wollen sie jetzt einfach mal testen und ich bin schon mal sehr gespannt. Wie gesagt, es ist immer noch eine Haselnuss innen drin. Toffee ist auch vorhanden. Wir haben hier jetzt einmal, ja, eine Schokolade. Ihr seht das hier einmal und es ist jetzt keine weiße Schokolade, wie ihr wahrscheinlich denkt, sondern es ist tatsächlich eine Milchcreme. Und ich beiße jetzt hier mal rein. Ihr seht das hier, die Nuss, außenrum das Toffee und innen drin ist jetzt keine Nuss-Nougat-Creme, sondern diese Nuss ist in einer richtig schönen Milchcreme. Oh Leute, und es schmeckt wahnsinnig gut. Es schmeckt richtig geil. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Toffee-Fan. Ich mag dieses Toffee eigentlich gar nicht so gerne. Auch bei den Toffee-Fees nicht. Also dieses weiche Toffee, dieses Karamell, was so an den Zähnen klebt, das ist nicht immer ganz meins. Aber Leute, schaut hier oben übrigens gerne ins Testvideo. Ich habe ja schon mal diese Toffee and Nuts und die Toffifees miteinander verglichen. Man schmeckt nicht wirklich einen großen Unterschied. Sie schmecken sehr, sehr ähnlich. Aber diese Edition, die haut hier echt nochmal alles raus. Sie schmecken nochmal wieder zehnmal süßer als das Original durch diese Milchcreme. Ich esse jetzt hier mal nur diese Milchcreme oben ab. Es ist echt eine Edition. Sie ist echt zuckersüß durch diese Milchcreme. Es ist auch eine Milchcreme. Das schmeckt man echt total. Ja, ihr seht das hier innen drin. Ich mach mal dieses Toffee. Das Toffee habe ich jetzt mal abgemacht. Das ist eine richtige weiße Milchcreme, die es ja bei dem Original nicht gibt. Da ist es eine Nuss-Nougat-Creme.
Oder Nuss-Nougat-Schoko, irgendwie sowas. Leute, die Dinger sind der Wahnsinn. Die schmecken richtig gut. Es ist eine Black and White Edition. Ihr könnt euch das im Geschmack so vorstellen wie Cookies and Cream so ein bisschen. Es geht jetzt nicht in die Richtung Oreo. Aber für Milchcreme, Freunde, genial. Richtig lecker. Natürlich 10 Punkte. Gefallen mir besser als die Originalen. Ich hoffe, dass sie noch eine Zeit lang bei Lidl erhältlich sein werden. Schaut, ob ihr sie auch bekommt, Leute. Testet sie auf jeden Fall. Abonniert hier oben meinen Kanal und ja, wir sehen uns. Tschüss.